Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, in der letzten Folge haben wir etwas in Monterey Johnny erledigt, ein paar Sachen. Und uns unter anderem diese neue... Hier drüben! Ich stehe direkt vor dir, schrei nicht so. Und uns unter anderem diese neue Kleiderfarbe zugelegt. Und jetzt sprechen wir mit Leonardo. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Den Niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Oder das Eingefallene kommt zu uns. Okay, mit der schreienden Frau zurück in den Hafen gelangen. Also, der schreienden Frau helfen, zurück in den Hafen zu gelangen. Ein Boot beschaffen. Das ist doch gar nicht so schwer. So. Wieder Seitenscheibe zerschlagen und kurz schließen. Hilfe! So hol mich doch jemand hier runter! Jungs. Au. Ah, so kann man bremsen, okay. Wow. Okay. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Natürlich. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden. Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Komm schon, mach einen perversen Witz. Oh, schade, okay. Ich dachte, er macht jetzt noch eben einen perversen Witz oder so. Das, macht der Herr Alte, der Herr Auditore ja ganz gerne mal. Beziehungsweise auch seine Mutter. Oder hat ganz gerne welche gemacht. Schade, wäre jetzt mal wieder cool gekommen. Okay, wir rudern sie zurück, ja, in den Signora. Hafen. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Und wir haben wieder 2500 Florin verdient. Und nun haben wir Sequenz 6 beendet. Und, okay. Wir müssen gleich erstmal auf das Boot da oben, da drüben rüber. Beziehungsweise da überhaupt erstmal raufkommen. Da hinten sehe ich noch irgendwas Glänzendes. Wird wahrscheinlich aber wieder nur ein Boot sein. Was heißt hier nur? Da gibt es auch einen Haufen Geld. No one saw that. Nein, halt, das ist das Waffenrad. Wie ging das nochmal mit der Actionkamera? Gibt's hier gar nicht. Okay, auch gut.
Ja, erstmal baden gehen, Ezio. Wir klauen uns erstmal wieder unsere Ausrüstung zusammen, würde ich sagen. Okay, das, was ich hier glänzend gesehen habe, waren wirklich nur ein paar Boote. Nein, da hinten ist noch eine Feder. Oh, das gefällt mir. Denn ich weiß auch mittlerweile, was passiert, wenn man alle Federn zusammen hat. Man bekommt nämlich einen neuen Anzug, beziehungsweise einen neuen Umhang. Und zwar den Auditore-Umhang. Ich weiß nicht so genau, was der bewirkt. Ich glaube, der bewirkt einfach nur, dass er cool aussieht. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich werde da, glaube ich, nach dieser Folge gleich nochmal nachgucken. Und das war Feder Nummer 26. Kann also noch ein bisschen dauern, bis wir alle zusammen haben. Oder ob wir jemals überhaupt alle zusammenkriegen, weiß ich auch nicht. Denn wir haben schon einen ganzen Haufen übersehen von denen. Und ich will jetzt auch nicht, so wie bei der, so wie in Florenz, 6 Stunden da, also 6 Folgen oder 7 Folgen da einfach nur durch die Gegend rennen und dann Schätze einsammeln. Also da brauchten wir das Geld wirklich, aber das war dann doch teilweise sehr lahm und darauf habe ich nicht schon wieder Lust, ehrlich gesagt. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Caterina Sforza, Tochter des Duca de Milan. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste es. Ach, Framerate, komm schon. Muss ich wieder an den Einstellungen spielen? So ein Dreck. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Okay, Frauen auf den Hintern gucken hat er schon mal von Ezio gelernt. Auf jeden Fall... Oh, wir können schon mal sprinten, das ist schon mal sehr gut. Wir können allerdings nicht klettern, so wie es aussieht. Und... Oh, Stahlpanzertür. Ja, sehr heimelig hier. Okay, wir gehen runter zu Lucy. Und testen mal, was wir so alles gelernt haben. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Natürlich, sie haben ihre eigene Trainingsstrecke. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Hat sie nicht vorher noch gesagt, dass sie alles... besser können, was, dass sie alles dreimal besser können als... Lucy? Ich sehe Dinge.
Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Hat Frau von... Die Frau vom Animus nicht gesagt, dass wir... Mir ist ihr Name entfallen. Dass sie alles dreimal besser können als andere? Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Nicht gut. Au. Wow. Das war creepy. Sogar sehr. Okay, hier wollte ich jetzt allerdings eigentlich nicht hin. Ich wollte eher an die Leiter daran, verdammt nochmal. Upsi. So, einmal um die Leiter rum. Und aufdrehen. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Oh. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben, nach allem, was die Templer ihm angetan haben, nach allem, was ich ihm antat, es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Freu dich nicht zu früh, Lucy. Freu dich nicht zu früh. Beziehungsweise Trauer nicht zu früh. Wie auch immer. Ich will noch nicht zu viel sagen. Such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Ich will doch nicht zu viel verraten, allerdings werden wir mit Subjekt 16 noch ein paar Begegnungen haben in den weiteren Teilen. Fertig. Oder? Haben wir alle? Wahrscheinlich fehlt wieder irgendwo einer. Irgendeiner, an dem man wieder so blöd rankommt. Nein, wir sind fertig. Ist ja der Hammer. Lässt sich sogar noch besser steuern als Ezio. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Es ist helllichter Tag draußen. Ich mag dich. Okay, und das Anmachen hat er auch genauso drauf wie Ezio, anscheinend. Können wir den LKW klauen? So ein bisschen GTA-Style? Nein, aber wir können auf ihm runtertun. Hehe, Gangster-Style. Ja, wir haben es wirklich drauf, okay. Gut, dann werden wir diese Folge wohl doch noch ein bisschen länger machen. Ich weiß nämlich, was gleich passieren wird. Und zwar das hier. Whoa.
Harter LSD-Trip, Desmond. Sehr harter LSD-Trip. Was zum Teufel? Alter, hier! Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter, ihr? Wie zur Hölle? Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Where did she go? There. Und Alter, ihr hat's immer noch drauf. Sie haben sogar die Grafik aus dem ersten Teil wieder ausgebuddelt anscheinend dafür. Wo ist das Mädel hin? Dahin. Okay, sie wartet sogar auf uns. Au. Okay. Mit Alter ihr kann ich genauso schlecht klettern wie im ersten Teil. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Nein, das geht nicht. Wie kommen wir darauf? Da hinten. Ah, okay. Immer der Frau mit den Kletterkünsten nach. Stay right behind her. Zack, natürlich. Und wer erinnert sich noch an die schöne Kletterpartie aus dem ersten Teil? Oh mein Gott, das hat Ewigkeiten gedauert. Oh, und die Framerate erinnert sich anscheinend auch noch dran und gruselt sich schon wieder. Hey, komm. Och, sehr brav. Jetzt ist es aber wirklich mein Alter ihr. Ach ja, genau, so ging's. Zack, und... So ging's doch nicht, okay. What about festhalten? Jungs, hallo? Ah, Frame Rate, oh oh. Ja, Desynchronisation, ist klar. Okay. Das war creepy. Okay, dann werden wir diesen Versuch wohl erst in der nächsten Folge wiederholen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.